Heute habe ich drei verschiedene Limited Editions von Corny. Die gab es jeweils für 1,11 € bei Penny. Normalpreis war irgendwas um die 1,70, glaube ich. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und wir hätten einmal die Sorten à la Tarte au Chocolat. Dann à la Tartelet au Citron. Gott, ich habe 3 Jahre Französisch gelernt und kann mich an nichts mehr erinnern. Aber das ist mir auch unbekannt. Und à la mousse au chocolat blanc. Hier habe ich ein bisschen geschlampt. Weil das so heiß die Tage war, habe ich die in den Kühlschrank gepackt, aber ein bisschen zu nah an die Rückwand und die waren richtig komplett nass gesogen. Richtig klitschnass. Sieht man ein bisschen noch. Französisches Flair und den süßen Geschmack noch weißer Mousse, so Schokolade in ihrem Corny Müsli-Riegel. Mit Hafer- und Gerstenflocken. Mit genussvollen Gebäckstückchen. Mit leckerer weißer Schokolade. Mit Fettglasur, das stört mich immer. Die sind lecker. Die schmecken ordentlich nach Vanille, aber irgendwas halt, ich glaube, diese Sahne schmeckt man raus. Also schon in so eine Richtung Sahnepudding irgendwie. Oder sogar Panna Cotta ein bisschen. Ganz, ganz, ganz leicht. Aber es ist so ein ganz, ganz starker, Vanillepudding. Also Vanillemousse ist ja so ähnlich, aber das schmeckt wie dieses Vanillepulver, was man halt benutzt, um Pudding anzurühren. Zumindest das Pulver von einem Hersteller. Ist mir auch früher mal aufgefallen, dass diese Vanillepuddingpulver komplett anderen Geschmack haben von Hersteller zu Hersteller. Und Weizenflocken. Fruchtiger Zitronennote. Okay. Ich esse die Dinge eigentlich nicht so.
Es gibt bestimmt Leute, die jeden Tag sowas irgendwie zur Arbeit oder zur Schule mitnehmen. Aber ich esse die halt wirklich ganz selten. Und dann halt auch nur Schokobanane. Dies ist irgendwie noch die beste Sorte, finde ich. Schmeckt ordentlich nach Zitrone. Erinnert mich an so einen Zitronenkeks eher. Ja, aber ist jetzt nicht so meins. Ist mir ein Tick zu zitronig. Mit Haferflocken, Gebäckstückchen und Milchschokolade. Schmecken auch gut. Ich hatte schon gedacht, dass es so eine dunkle Schokolade ist, aber es geht noch so. Aber nee, ich glaube, ich finde die weißen besser. Obwohl irgendwie, naja, vielleicht, ich weiß nicht. Die schmecken eigentlich. Corny ist jetzt nicht so mein, so. Weiß nicht, das ist einfach nicht so ein Snack so oder irgendwas, was so ich mir jeden Tag kaufen würde oder irgendwie. Oder worauf ich so besonders Bock hätte irgendwie. Aber wenn sie da sind, kann man sie essen. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Heute habe ich drei verschiedene Limited Editions von Corny.